Tipps und Tricks für Anfänger im LS22. Heute geht's um Bienen. Bienen müssen im Gegensatz zu allen anderen Tieren im LS22 nicht versorgt werden. Alles, was du tun musst, ist einen Bienenstock zu bauen. Dafür stehen dir 5 verschiedene zur Auswahl. Preislich liegen sie zwischen 1.100 und 19.000 Euro. Ich empfehle dir, den größten zu bauen, da dieser am produktivsten ist. Wichtig ist nach dem Platzieren der Bienenstöcke auch das Bauen der Bienenstock-Honigpalettenstation, also der Ort, an dem der fertige Honig spawnt. Wenn du diese nicht baust, produzieren deine Bienen keinen Honig. Du brauchst pro Hof nur eine Honigpalettenstation und es ist egal, wie weit diese von deinen Bienenstöcken entfernt ist. Dort spawnt immer dein gesamter Honig. Ein zusätzlicher Vorteil der Bienenstöcke ist, dass sie den Ertrag bestimmter Feldfrüchte erhöhen, wenn sie in der Nähe eines Feldes gebaut werden. Das funktioniert bei Sonnenblumen, dort gibt es eine 5%ige Ertragssteigerung, und bei Raps und Kartoffeln, dort gibt es jeweils eine 2,5%ige Ertragssteigerung. Interessierst du dich für den Landwirtschaftssimulator 22? Dann schau gerne auch auf meinem YouTube- und Twitch-Kanal vorbei.